Sehr geehrter Herr Putin, wenn Sie den Deutschen helfen wollen, die ihre Heimat nicht an die vielen Fremden verlieren möchten, die die derzeitige Regierung ins Land holt, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt. Die AfD als einzige Opposition wird vom Staatsfunk mundtot gemacht, aus allen TV-Diskussionsrunden ausgeladen und in den wenig negativen Berichten mit einem Netz der Verleumdungen überzogen. Aktuelle Probleme wie die eklatante Asylantenkriminalität, die immensen Kosten der Flüchtlingskrise und der anhaltende Migrationsdruck aus Schwarzafrika werden in den von Altparteien gestreuten Medien einfach totgeschwiegen. Das Zensurgesetz von Heiko Maas soll jetzt auch noch die letzten freien Informationen in den sozialen Netzwerken unterdrücken. Das deutsche Wahlvolk wird ganz bewusst dumm gehalten, um im September die Wiederwahl der alten Eliten sicherzustellen. Und genau in diesem Punkt können Sie uns helfen, werter Herr Putin. Die russischen Computerspezialisten haben in den vergangenen Jahren sicher genug Material über die Machenschaften der korrupten Merkel-Regierung zusammengetragen, um die Wiederwahl im September 2017 noch in Frage zu stellen. Jetzt veröffentlicht würden diese Fakten die Karten noch einmal neu mischen. Und Deutschland hätte noch eine, ja, es ist die letzte Chance, den geplanten multikulturellen Umvolkung zu entgehen. Okay, aus dem offenen Brief ist ein Hilferuf geworden, aber für mein Deutschland greife ich inzwischen auch nach dem letzten Strohhalm. Hochachtungsvoll, ein Bio-Deutscher, der schon länger hier lebt.